Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurzer Nachtrag zu dem Thema ähm, Antiochus Epiphanes, ein Fürst und ein Gesalbter. Ähm, Antiochus Epiphanes war ja ein Seleukidenkönig und damit kein israelischer König. Und ähm, jetzt hat der Engel ihn und auch Kyros angekündigt als Fürst und als Gesalbter. Also jeweils als Fürst und als einen Gesalbten. Und das klingt natürlich erstmal widersprüchlich und falsch, wenn man sagt, dass Antiochus Epiphanes ein Gesalbter sein soll. Bei Kyrus ist das so, da kann man sich noch so Richtung Jesaja 44, 45 flüchten, weil Gott dort durch Jesaja sagen lässt, dass Kyrus sein Gesalbter ist, der dafür sorgt, dass Israel wieder zurückkommt. Aber bei Antiochus Epiphanes zu behaupten, dass das ein Gesalbter wäre, das klingt erstmal falsch. Und ich selber habe da auch lange dran rumgemacht, ob man das überhaupt sagen kann. Aber ich bin da einfach nicht drum rumgekommen. Jetzt habe ich was gefunden im Alten Testament, was die ganze Sichtweise bestätigt. Denn es gibt im Alten Testament auch einen König, der gesalbt wurde oder der von dem zumindest die Bibel sagt, dass Gott dem Elia den Auftrag gibt, ihn zu salben. Und das ist der Hazael, der später König wurde. Der war davor ähm, ein Diener oder ein hoher Hofbeamter von dem König Ben Hadad von Syrien. Ja? Also Ben Hadad war König und der Hazael war sein Adjutant oder, oder Hofbeamter. Und von dem sagt Gott zu Elia, dass Elia den salben soll, zusammen mit Jehu und auch noch anderen. Das lesen wir auch gleich mal in der Bibel. Das Spannende bei dem ganzen Thema ist jetzt folgendes. Das ist also ein heidnischer Mann, ein Nicht-Israelit, der zu einem heidnischen König gesalbt wird, von einem israelischen Propheten und der ein Syrer war. Und die ganze Person Hasaels in seiner Ausprägung und in dem, was der Prophet über ihn sagt, erinnert äußerst an Antiochos Epiphanes. Das heißt, wir haben in den Königebüchern eine Figur, einen Hasael, einen König von Syrien, der nach Gottes Auftrag gesalbt wird und damit ein Gesalbter Gottes ist. Und der wiederholt sich in Antiochus Epiphanes. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, weil das dazu führt, dass man, wenn man sagt, dass Antiochus Epiphanes auch ein Gesalbter und ein Fürst ist, nicht unbiblisch ist. Man darf das behaupten, weil es diese Stelle von Hasael gibt, der jetzt erstaunlicherweise auch noch Syrer ist und in seiner Art und Weise extrem an den Antichristen bzw. an den historischen Antiochus Epiphanes erinnert. Das schauen wir uns jetzt mal an in der Bibel. Ich glaube, das wird ganz interessant. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche Gottes Segen dabei. Ja, lesen wir mal den Text. Da steht in Vers 15: Aber der Herr sprach zu ihm: Gehe wiederum deines Weges durch die Wüste gegen Damaskus und gehe hinein und salbe Hasael zum König über Syrien und Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Einige Jahre später dann, als Elisa schon eingesetzt ist, kommt er nach Damaskus. Und da steht in zweite Könige 8, ab Vers 7. Und Elisa kam gen Damaskus. Da lag Ben Hadad, der König von Syrien, krank. Und man sagte es ihm an und sprach, der Mann Gottes ist hergekommen. Also Elisa ist nach Damaskus gekommen da sprach der könig zu hasael also der könig benhadad spricht zu seinem hofbeamten hasael nimm geschenke mit dir und gehe dem mann gottes entgegen und frage den herrn durch ihn und sprich ob ich wieder von dieser krankheit möge genesen hasael ging ihm entgegen also hasael geht elisa entgegen und nahm geschenke mit sich und allerlei güter zu damaskus eine last für vierzig kamele und da er kam trat er vor ihn und dann sagt er Dein Sohn Ben Hadad, der König von Syrien, hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen: Kann ich auch von dieser Krankheit genesen? Elisa sprach zu ihm: Geh hin und sage ihm, du wirst genesen. Aber der Herr hat mir gezeigt, dass er des Todes sterben wird. Und der Mann Gottes schaute ihn starr und lange an und weinte. Also Elisa schaut jetzt den Hasael lange an und weint. Da sprach Hasael: Warum weint mein Herr? Er sprach, also jetzt spricht wieder Elisa: Ich weiß, was für übel du den Kindern Israel tun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erwürgen und ihre jungen Kinder töten und ihre schwangeren Weiber zerhauen. Hasael sprach: Was ist dein Knecht, der Hund? Also damit meinte er sich selber, dass er solch großes Ding tun sollte. Elisa sprach: Der Herr hat mir gezeigt, dass du König von Syrien sein wirst. Und er ging weg von Elisa und kam zu seinem Herrn, der sprach zu ihm: Was sagte dir Elisa? Er sprach: Er sagte mir, du wirst genesen. Des andern Tags aber nahm er die Bettdecke und tauchte sie in Wasser und breitete über sein Angesicht. Da starb er. Und Hasael ward König an seiner Stadt. Elisa hat also gewusst, dass Hasael Israel sehr stark schaden wird. Und daraufhin sagt der Hasael: Was ist dein Knecht, der Hund, dass er solch großes Ding tun sollte? Also er sagt nicht, was ist dein Knecht, der Hund, dass er solch ein böses Ding tun sollte, sondern solch ein großes Ding, so eine große Sache. Ja, das ist also nichts, was er verwirft, sondern hier verrät er sich eigentlich, dass das das Große ist, was er sich vorstellt, nämlich Israel zu zerstören. Und mit all dem, was er hier tut, wie er hier an die Regierung kommt, wie er seinen König Ben Hadad belügt, wie er ihn dann er stickt, ja, er nimmt die Bettdecke, taucht sie in Wasser, dann ist eine Bettdecke nicht mehr luftdurchlässig, sondern wie eine Plastikfolie, legt sie über das Angesicht von dem König und dann äh, stirbt der König. Das heißt, Hasael hat ihn nicht erstickt, man kann also am Hals auch keine Würgemale entdecken, sondern er kann die Decke nachher wegnehmen, kann dann die Leute rufen und sagen, der König ist gestorben an seiner Krankheit. Hasael hatte seine Hände so gesehen, nicht schmutzig gemacht am Tod des Königs, obwohl er den Tod verursacht hat. Und er kommt durch Ränkespiele und durch süße Worte, kommt er hier an die Regierung, ganz genau wie Antiochus Epiphanes das auch tut. Und auch seine weitere Vorgehensweise gegen Israel, die Kämpfe und die Feindschaft zwischen ihm und Israel wird dann später in der Bibel auch beschrieben. Und mit all dem ist er ein ganz klassisches Vorbild für den späteren Antiochus Epiphanes und damit auch für den endzeitlichen Antichristen und das alles so tief im Alten Testament schon in 2. Könige 8 vorhergesagt. Damit war Hasael dann einerseits ein Gesalbter, denn Gott hatte Elia befohlen, Hasael zu salben und auch wenn die Salbung nicht beschrieben ist und vielleicht wenn sie gar nicht stattgefunden hat, so war es trotzdem Gottes Auftrag an Elia und damit finden wir hier, dass ein syrischer König ein Gesalbter Gottes ist, genau wie das später dann auch Kyros als ein persischer König war. Und wie wir das auch übertragen dürfen auf Antiochus Epiphanes, der auch ein Syrer war, genau wie Hasael. Das wollte ich euch kurz zeigen hier an dem Text. Ja, diese Bibelstelle freut mich natürlich sehr, ja, weil dadurch meine ursprüngliche Behauptung, dass Antiochus Epiphanes auch ein Gesalbter ist, also nicht nur Kyros, sondern auch Antiochus, durch diese Stelle jetzt in den Königebüchern sehr gestützt wird. Und ähm, das ist mir auch wichtig, dass das was wir hier behaupten in der Bibel, was ich behaupte in der Bibel, dass das äh, nicht an den Haaren herbeigezogen ist, sondern dass das verifizierbar ist und nachvollziehbar ist und dass so eine enge äh, inhaltliche Verbindung zwischen diesem Hasael von Syrien ist und dem Antichristen, beziehungsweise erst dem historischen Antiochus Epiphanes und dann in zweiter Instanz natürlich auch mit dem endzeitlichen Antichristen, ähm, das ist frappierend, ja und ähm, da lohnt sich eigentlich die ganze Geschichte noch detaillierter anzuschauen. Was wir vielleicht in dem Video auch nochmal machen werden, aber dabei soll es vielleicht jetzt auch mal ähm, bewendet sein. Ich danke sehr, dass ihr eingeschaltet habt, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.